Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Bei uns im Sauerland gibt es viele kleine Sträßchen. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist und bergauf oder bergab fährst, dann ist vorausschauendes Fahren sehr, sehr gut und stressfreier für beide Seiten. Also wenn ich unterwegs bin, bergauf fahre und sehe, dass oben einer runterkommt, dann suche ich mir möglichst zügig eine Einfahrt oder einen Waldweg, wo ich auf denjenigen warten kann, damit man gut aneinander vorbeikommt. Und wenn dann der Fahrer, die Fahrerin an mir vorbeifährt, dann schaue ich rüber und dann wird sich freundlich gegrüßt. So war es auch am Samstag. Ich war wieder bergauf unterwegs und sah ganz oben jemanden runterfahren, an die Seite gefahren, habe ein ganzes Momentchen auch gewartet, bis der an mir vorbeifuhr, schaue erwartungsvoll in das andere Auto rein, aber der Fahrer guckt nur stur geradeaus. Und ich dachte mir, hey, du hättest doch mal eben wenigstens grüßen können, danken können, winken können, wie auch immer. Naja, ich konnte es nicht ändern. Aber das ist so in mir hängen geblieben. Ich habe weiter während der Fahrt darüber nachgedacht. Es ist ja nur eine kleine Geste und für die bin ich dankbar. Ich freue mich darüber. Und mitten im Alltag sind es ja oft auch die kleinen Gesten im Miteinander, in der Familie, in der Ehe, in der Partnerschaft, bei Freundinnen und Freunden sind es die kleinen Gesten, die mir gut tun. Eine kurze WhatsApp-Nachricht, ich denke an dich. Oder das Heizung anstellen, weil ich weiß, dass der andere nachher in diesen Raum geht. Oder die kleine Aufmunterung, ein kleines Schulterklopfen oder ein Blick. Manchmal sind es wirklich die kleinen Gesten, die mir gut tun und die mich dankbar werden lassen, wenn ich sie beachte. Und das hat mir diese kleine Szene im Auto am Samstag klar gemacht. Es sind die kleinen Gesten, für die ich dankbar bin. Und ich werde jetzt einfach mal die Brille der Dankbarkeit da wieder mehr aufsetzen und drauf achten. Was sind die kleinen Dinge in meinem Alltag, die mir gut tun? Und da auch mal Danke für sagen. Ich wünsche dir eine gute Woche voller kleiner und großer Gott sei Dank Momente und sag bis nächsten Montag. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.